Heute haben wir die letzte Sitzung und die widme ich ganz der Wiederholung. Und Sie sehen hier, was ich vorhabe. Zunächst werden wir einige organisatorische Hinweise für die Klausur geben. Dann gibt es quasi drei Wiederholungsblöcke entlang der Themengebiete, die wir besprochen haben, Säulen der Pädagogik, Schulsystem und Herausforderungen, die uns die letzten beiden Sitzungen begleitet haben. Und möglicherweise gibt es da noch Fragen. Okay, so. Ich starte gleich mal mit dem ersten und übergebe direkt das Wort, weil ich habe hier jemanden an meiner Seite, der mich sehr bei der Vorbereitung der Klausur unterstützt. Und Herr Tesch kann am allerbesten Auskunft geben zum technischen und organisatorischen Prozedere. Und das macht er jetzt auch. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Für jede Klausur braucht es ja auch ein bisschen was am Organisatorischen, was geregelt werden muss. Und da wir dieses Jahr zum ersten Mal in der allgemeinen Pädagogik die Scan-Klausur verwenden werden, das heißt eine neue Art der Klausur, mit der alles etwas vereinfacht werden soll, weil wir sind ja inzwischen auch in einem digitalen Zeitalter, gibt es einiges an organisatorischen Dingen für Sie vorab zu klären, auf die wir jetzt gleich noch eingehen werden. Vorab möchte ich aber auf einen kleinen Punkt zurückkommen. Vor einigen Wochen gab es eine Umfrage, die Frau Driese-Lange hat hier im Rahmen der Vorlesung auch schon darauf aufmerksam gemacht, bezüglich den Themen, die Sie gerne in der Klausur präferiert haben möchten. Diese werden wir dann auch entsprechend mit mehr Aufgaben bzw. auch mit einer besseren Bepunktung in die Klausur mit einfügen. Und ich möchte Ihnen hier einfach mal kurz die Ergebnisse dieser Umfrage, die es über Moodle gab, bekannt geben. Wir hatten insgesamt 102 Teilnehmer an dieser Umfrage von 400, die anfangs noch angemeldet waren in dieser Vorlesung. Und die Ergebnisse waren jetzt wenig überraschend, persönlich aus meiner Sicht. Ich habe Ihnen jetzt einfach mal die vier Themenfelder zusammengefasst, die wir haben, über die 12 Vorlesungsfelder. Und beginne einfach mal mit den Handlungsfeldern der Pädagogik. Sie sehen hier jeweils immer drei einzelne Thematiken. Diese Thematiken finden Sie auch in den entsprechenden Vorlesungsfolien. Die sind am Anfang nochmal dort notiert. Und es handelt sich hierbei immer um das am schlechtesten bewertete Ergebnis anhand Ihrer Abstimmungsergebnisse und die jeweils beiden besten. Und bei den Handlungsfeldern der Pädagogik sehen Sie, die empirische Unterrichtsforschung ist von Ihnen größtenteils eher negativ bewertet worden. Also die wollen Sie nicht in der Klausur sehen. Hingegen die Erziehungsziele und Handlungsfelder beraten sind aus Ihrer Sicht die am beliebtesten gesehenen Felder für die Klausur. Ich gehe jetzt nicht alles durch, weil Sie sehen es ja selbst. Relevant ist, die wichtigsten Thematiken, die bei Ihnen den größten Fokus gelandet haben, sind zum einen die nationalsozialistische Pädagogik und zum anderen die schwarze Pädagogik. Das heißt, wir werden auch im Rahmen der Erstellung der Klausur darauf einen großen Wert legen, dass wir auf Ihre Wünsche auch eingehen und auf das, was Sie sich eben gewünscht haben für die Klausur und werden diesbezüglich dann auch ein großes Blickfeld auf diese Thematiken legen. Was jetzt nicht aufgeführt ist, aber auch ein relativ hohes Ergebnis hatte, war die Einstiegsvorlesung zum Thema Was ist Pädagogik? Einfach das allgemeine Feld. Hierzu wird natürlich dann auch nochmal entsprechend Input im Rahmen der Klausur kommen. Dann möchte ich Ihnen jetzt als nächstes einige Kleinigkeiten mitgeben und Hinweise, die Sie bitte bei der Klausur beachten sollen. Ich gebe vorweg, dass, wenn Sie die Klausur erhalten, auf der ersten Seite nochmal alles an Hinweisen steht, was ich Ihnen jetzt gleich sagen werde, aber trotzdem möchte ich einfach, dass Sie das nochmal verinnerlichen, weil das sind ganz, ganz wichtige und relevante Daten in Bezug darauf, dass wir Ihre Klausur überhaupt einscannen können und somit bewerten können, beziehungsweise auch, wann das Ergebnis bei Ihnen in Toucan stehen wird. Die Scan-Klausur wird bei allen in der Anfangsseite gleich aussehen. Dort ist es nicht so, dass Sie einfach nur Ihren Namen, Vornamen und Ihre Matrikelnummer eintragen müssen. Hier ist es etwas anders gestaltet. Sie werden in dem oben gekennzeichneten Kästchen Ihre Matrikelnummer eingeben müssen. Und unten drunter sehen Sie verschiedene Felder, nummeriert von 1 bis 0. Hier würde ich Sie bitten, entsprechend Ihre Matrikelnummer auch noch anzukreuzen. Das heißt, die erste Nummer bitte in der ersten Reihe ankreuzen, die zweite Nummer in der zweiten. Ich denke, das ist selbsterklärend. Hier als Beispiel, was jetzt notiert wurde mit den Kreuzen, ist die Matrikelnummer 5475221.
Ich hoffe, die gehört niemandem. Das war jetzt einfach eine random zufällig ausgesuchte Matrikelnummer. Sollten Sie im Rahmen der Klausur merken, Sie haben bei einer Multiple-Choice-Aufgabe oder bei einer Wahr- oder Falsch-Aufgabe ein Kreuz aus Ihrer Sicht falsch gesetzt, ist noch nichts verloren, keine Panik, locker bleiben, das kann man alles noch korrigieren. Wenn Sie also merken, Sie haben ein Kreuz falsch gesetzt, einfach dieses Feld komplett markieren, so wie es dort oben auch gekennzeichnet ist bei der Korrektur, und dann das Kreuz neu setzen. Das wird dann über den Computer alles so eingescannt und der erkennt das auch. Sollte es jetzt aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen dazu kommen, dass Sie jetzt das erste Kreuz korrigiert haben und merken, oh, meine Korrektur war auch falsch aus meiner Sicht, ich will doch wieder zurück umsteigen, wird es jetzt natürlich ein bisschen problematischer. Wenn es bereits durchgestrichen ist, da nochmal ein X hinzusetzen, ist schwierig. Da bitte ich Sie, Folgendes zu tun, einfach ein Kreuz zwischen zwei Markierungen zu setzen oder nebendran zu setzen, neben diese Kästchen, und Sie schreiben bitte dann noch die richtige Antwort aus Ihrer Sicht an die Frage oder einfach in ein freies Feld zu der Aufgabe dazu. Aus dem einfachen Grund, dann sagt uns der Computer bei der Korrektur automatisch, hier ist irgendwas falsch, gucken Sie da bitte nochmal drauf, und dann können wir das manuell kontrollieren und sehen ja dann auch, wenn Sie gesagt haben, Antwort C ist aus Ihrer Sicht korrekt, und das ist auch die korrekte Antwort, dann können wir das nachträglich immer noch mit in die Punktzahl einfügen. Des Weiteren, Gesundheit, ein kleiner Hinweis noch zu der Klausur. Bitte benutzen Sie lediglich Kugelschreiber. Gerne auch Füller oder einen schwachen, nicht zu starken Filzstift, das geht auch. Bitte aber keinen Bleistift oder einen starken, dicken Filzstift. Weil den Bleistift, den kann man leicht entfernen, den kann auch der Computer eventuell nicht lesen. Mit dem dicken Filzstift sieht es wahrscheinlich so aus, als würden Sie das Kästchen komplett ausfüllen. Beides sehr suboptimal im Hinblick auf Ihre Klausur. Dann noch der Hinweis, die Klausur wird, wenn Sie sie erhalten, getackert sein. Auch wenn es manchmal verlockend sein sollte, zur Einfachheit halber diese Tackerung zu lösen und die Seiten einzeln zu bearbeiten, ist das mit diesem EFA-Examen alles etwas komplizierter. Dadurch, dass das ja alles zusammengehaftet werden muss und nur auf der ersten Seite Name und Matrikelnummer steht und alles andere über den Scan unten geht, über den entsprechenden Code, da komme ich gleich noch drauf, würde ich Sie bitten, diese Tackernadel nicht zu entfernen. Zumal noch ein kleiner Hinweis besteht, wenn nämlich mehr als eine Seite, eine Ecke beschädigt ist von dieser Klausur, dann sagt der Scanner auch, das nimmt dann nicht mehr an, dann müssten wir das per Hand kontrollieren und das würde einen enormen Zeitaufwand extra bedeuten für uns und auch automatisch für Sie in diesem Hinblick, dass Sie Ihre Note später in Tucan hätten. Und ich kenne es selbst aus der Vorlesung, als ich sie besucht habe früher, wenn man die Note haben will, will man sie möglichst schnell haben. Ja, zu guter Letzt am unteren Rand der Klausur sehen Sie dann zum einen die Bearbeitungszeit, die ist ja für Sie alle bereits klar, 90 Minuten. Zum anderen sehen Sie die Gesamtpunktzahl, die Sie erreichen können. Wie üblich, 50% müssen erreicht werden, um die 4,0 zu schaffen. Der Rest ergibt sich dann von der prozentualen Linie. Wie viele Punkte es am Ende exakt geben wird, das steht jetzt noch nicht fest. Das werden Sie dann einfach, wenn Sie die Klausur vor sich haben, auch sehen. Wichtig ist dieser kleine Code, den Sie dort unten haben, der ist personalisiert für jede einzelne Klausur. Das heißt, wenn Sie diese Klausur erhalten, ist bei Ihnen auf der Klausur auf jeder Seite der Code gleich. Bei Ihrem Nachbarmann oder Nachbarfrau ist dieser Code anders. Deshalb bitte auch diesen nicht beschädigen, sonst kann das auch nicht gelesen werden, was automatisch wieder bedeutet, das gleiche Problem wie vorab. Wir müssen es per Hand kontrollieren, Sie müssen länger auf Ihre Note warten, mehr Arbeit für uns alle. Zu guter Letzt darf ich noch einen Hinweis geben zur Raumzuteilung. Einige haben ja bereits angefragt, wie das aussieht mit den Räumen, da wir ja in 4 Räumen schreiben werden, allesamt im alten Hauptgebäude 103, wird es eine Raumaufteilung geben. Da es verschiedene Klausuren geben wird, weil die LAG-Studierenden nicht das gleiche schreiben wie die Bachelor-Studierenden, wird es eine Raumaufteilung geben, in dem die Bachelor-Studierenden in einem Raum sein werden und die Lehramtsstudierenden in einem Raum. Diese Aufteilung erhalten Sie 7 Tage circa vor der Klausur. Sprich am 20. in etwa, plus minus einen Tag. Grund dafür ist,
Die Anmeldung und Abmeldung für die Klausur kann bis 8 Tage vor der Klausur selbst stattfinden, also bis zum 19. Sprich, bis dahin steht noch nicht fest, wie viele Teilnehmende wir bei der Klausur haben werden. Und wenn das dann feststeht, werden Sie eine Raumzuteilung bekommen. Das heißt, es wird eine Liste geben mit den jeweiligen Matrikelnummern. Die wird dann mit Sicherheit auch in Moodle hochgeladen. Sie werden noch eine zusätzliche Mail dazu erhalten, wann das online ist. Ich bitte Sie dann, diese Raumaufteilung auch zu beachten, sich in den entsprechenden Räumen auch einzufinden. Auch wenn es vielleicht mal sein kann, dass die beste Freundin oder der beste Freund nicht im gleichen Raum sitzt, das tut mir dann vielleicht sehr leid, aber es ist eben manchmal so, das Leben ist kein Ponyhof. Entsprechend aber bitte darauf achten und nochmal vorab gucken. Nicht, dass Sie am Ende die falsche Klausur schreiben, dann wird es noch problematischer. Ein kleiner Hinweis noch für diejenigen, die gerne mal das berühmte Syndrom haben, nach rechts und links zu zucken während einer Klausur. Ich gebe Ihnen schon mal als Tipp mit, das wird sich nicht lohnen. Wir werden 2 verschiedene Klausuren haben, also A und B, auch bei den Lehramtsstudierenden, auch bei den Bachelorstudierenden untereinander. Das heißt, Sie werden bei Ihrem Nachbarn oder Nachbarin nicht die gleiche Klausur wiederfinden. Also Betrugsversuche würde ich strengstens unterlassen. Das war es sonst soweit von mir zum Organisatorischen. Dann würde ich wieder zurückgeben zur Klausurvorbereitung und darf mich schon mal bedanken. Und wünsche viel Erfolg. Ja, vielen Dank, Florian. Du kannst eigentlich gleich weitermachen. Es ist eigentlich auch schön, so am Rand zu stehen und zu gucken, was sie so denken. Und naja, zu gucken, was sie so denken, was sie so tun. Ob sie die Stirn runzeln, ob sie zufrieden sind. So, gut. Dann starten wir jetzt mit der Wiederholung. Wir machen das genau so wie die letzten beiden Sitzungen. Ich zeige Ihnen immer die Fragen. Sie dürfen sich erst immer einmal selber einschätzen, so zu dem groben Themenbereich. Dann zeige ich Ihnen die Fragen und dann zeige ich Ihnen die relevanten Antworten dazu, falls es nicht mehr in Ihrem Kopf vorhanden sein sollte. Auch vorweg nochmal die Empfehlung. Bitte machen Sie nicht Folgendes. Nehmen Sie sich die Folien der letzten 3 Sitzungen, ja, und versuchen Sie jetzt, das alles auswendig zu lernen. Es geht ums Verstehen und Sie werden die Fragen nur beantworten können, wenn Sie die Sachen wirklich verstanden haben. Wenn Sie es zum Beispiel jemandem mal erzählen, ja, dann merken Sie genau, ob Sie es verstanden haben. Wenn Sie merken, ich verstehe es nicht, dann müssen Sie zu der Sitzung zurückgehen, wo wir dieses Thema ausführlich besprochen haben. Da finden Sie ja noch mehr inhaltliche Hinweise. Ja? Also versuchen Sie nicht, diese Folien auswendig zu lernen. Das wird Ihnen nichts nützen, weil es einfach viel zu viel ist. Ja? So, okay, dann starten wir. Ja, wir hatten beim letzten Mal schon einige Themen uns vorgenommen und ich würde sagen, Sie dürfen erstmal wieder sich selbst einschätzen. So, geben Sie doch mal an, inwieweit Sie sich mit dem Thema Lernen auskennen und wissen, welche Wissensarten es gibt, welche Charakteristika Lernen besitzt, welche theoretischen Modelle und Ansätze Lernen erklären, wie erfolgreiches Lernen mit Planung und Strategien zusammenhängt und wie Lernen und Motivation verbunden sind. Kennen Sie sich aus oder eher nicht? So, da zeigt sich doch eine Tendenz, die ist ja auch klausurvorbereitungsrelevant. Sie wissen, wie Lernen und Motivation zusammenhängt und Sie wissen auch, wie man erfolgreich durch Lernplanung und Lernstrategien sich Themenbereiche erschließt. Also eher, als das bei den anderen 3 Themenkomplexen der Fall ist. Mit den Modellen ja, und der Favorisierung dieser, okay, das hält sich dann so in Grenzen. Gut, okay, also Sie wissen jetzt selber, ja, an welche Stelle Sie in den einzelnen Themenkomplexen stehen, wo Sie vielleicht dann auch nochmal nachlesen sollten, und zwar eben zu den einzelnen Sitzungen, wo wir die Themen ausführlich besprochen haben. Ja, das ist ja nicht schädlich. Gut, dann gehe ich mal wieder zurück. So, das wäre nämlich seine Aufforderung. Nennen Sie mindestens 3 Charakteristika des Lernens. Kann jemand welche sagen? Melden Sie sich oder überlegen Sie doch. Es gibt jetzt keine Noten, ja? Also Sie können alles rauslassen, sozusagen. Okay, es möchte niemand. Gut,
ganz stark zusammengezurrt, bringt diese Definition auf den Punkt. Ja. Lernen ist immer prozesshaft, ja. Es führt zu Veränderungen von Verhalten oder Verhaltenspotenzialen, damit ist auch Wissen gemeint, aufgrund von Erfahrungen. Ja. Ich würde Ihnen aber diese Folie nochmal an die Hand geben. Ja, das stellt es dann ein Stück weit auch nochmal verständlicher dar, welche Charakteristika Lernen hat. Ja. Also es geht immer um Verhaltensänderungen, die mit einem Prozess verbunden sind. Und Sie könnten jetzt auch schreiben, steht immer im Zusammenhang mit Emotionen, Motivationen. Ja. Also welche drei Merkmale Sie da nennen, das ist uns ganz egal. Ja. Hauptsache, Sie können drei nennen. Ja. Also ich hätte jetzt auch schreiben können, nennen Sie fünf. Ja. Aber drei würden mir schon reichen. Okay. Ich hatte Sie ja nach Wissensarten gefragt, weil Sie sich damit noch auskennen. Das war jetzt so, ja, gerade so teils. Ja. Ihre Aufgabe wäre hier, die drei Wissensarten zu nennen, jeweils ein Merkmal und ein Beispiel anzuführen. Weiß noch jemand irgendwas? Ja. Wie bitte? Ja. Nee? Genau, das ist aber kein prozedurales Wissen, sondern das ist deklaratives Wissen. Ne? Also so Fakten einfach zu lernen. Ne? Und prozedurales Wissen ist sozusagen das Wissen, wie etwas funktioniert. Da steckt sozusagen das Wort Prozedur drin. Ja? Da geht es ums Können. Ja? Also dass ich zum Beispiel Aufgaben ausrechnen kann. Ja? Da steckt quasi der Prozess drin. Ne? Das ist so eine andere Wissensart. Und dann gibt es das metakognitive Wissen. Das ist quasi so übergelagert. Ja, also das ist das Wissen über das Wissen. Ne? Ja, also das ist es im Prinzip. Da gibt es Beispiele. Ja? Kann man das prozedurale Wissen, also man quasi auch mit der Kompetenz vergleichen? Nein. Wissen ist immer nur ein Teil von Kompetenz. Zur Kompetenz gehören auch motivationale, volitionale, aktionale Aspekte und auch Bereitschaften. Ja? Also Kompetenz ist viel umfassender. Okay, gut. Also, das müssen Sie sich nochmal angucken. Jetzt habe ich hier wieder so eine schöne Zuordnungsaufgabe mitgebracht. Ja? Jetzt sind wir bei den lerntheoretischen Modellen. Und Sie müssen sagen, was gehört zusammen? Ja? Welche Buchstaben und Zahlen? So, wer möchte sich mal versuchen? Ja. Korrekt, genau. Noch jemand? Haben wir ja schon eins abgehakt. Ja? Ja? Genau, richtig. Und das andere ergibt sich ja dann von selbst. Okay, ist also nicht so schwer, ja, wenn man so eine ungefähre Ahnung hat. Sie erinnern sich vielleicht an die Folie. Ja? Okay, so. Das ist quasi die Lösung. Ja? Ist also relativ simpel. Okay, so, Lernstrategien. Ja? Haben Sie gesagt, kennen Sie sich besser aus als mit Lerntheorien? Ich würde gerne, dass Sie dann ein Strukturdiagramm zeichnen, das Auskunft gibt zu den Zielen der Anwendung von Lernstrategien und Lernplanung. Und dann sollen Sie für diese beiden Aspekte nochmal jeweils zwei Gesichtspunkte detailliert darstellen, ja, und damit soll deutlich werden, welche Funktionen damit verknüpft sind. Und nicht, dass Sie das jetzt alles so hinschreiben müssen, ja, aber erstmal muss klar sein, okay, Lernstrategien ist die eine Sache, Lernplanung ist die andere. Worum geht es bei der Lernplanung? Um metakognitives Wissen, ja, und welche Funktionen hat sozusagen dieses metakognitive Wissen, dass ich mir erstens sagen kann, also wie lerne ich eigentlich am besten, ja, und was gibt es für Dinge, die quasi mein Lernen eigentlich verhindern, ja, was bin ich für ein Lerntyp,
ja, wie organisiere ich das und so weiter. Ja? Also es geht darum, den Lernprozess zu strukturieren. Und bei den Lernstrategien geht es ja darum, wie mache ich das jetzt praktisch, um mir Wissen anzueignen. Also zum Beispiel, indem ich eben Lernstoff reduziere durch Stichworte, das kennen Sie wahrscheinlich, oder auch Schaubilder. Und Elaboration wäre quasi so ein zweiter Weg, dass ich versuche, Zusammenhänge herzustellen. Ja, also Sie können sich vielleicht noch erinnern, man merkt sich Dinge dann gut, wenn man sie an bestehendem Wissen auch anknüpfen kann. Und das ist im Prinzip diese Idee, die dahinter steckt. Was ich nicht erwarte, ist, dass Sie hier alles immer wortgetreu so wiedergeben. Das wird ja bedeuten, dass Sie es immer auswendig gelernt haben. Ja? Was ich möchte, ist, dass Sie es verstanden haben. Und Worte sind ja synonym verwendbar. Ja? Es muss nur sozusagen der Sinn erhalten bleiben. So, okay. Die Selbstbestimmungstheorie von Decent Ryan, ja, beschreibt die Entwicklung von intrinsischer Motivation, und darüber haben wir gesprochen, und ich wollte gerne von Ihnen wissen, welche Grundbedürfnisse werden in dieser Theorie erwähnt, ja, und wie kann man diese Grundbedürfnisse sicherstellen und wie macht man das überhaupt praktisch? Und weiß jemand noch diese drei Grundbedürfnisse zufällig? Ja. Genau, soziale Eingebundenheit. Ne? Genau, Sozialisation ist was anderes. Genau, soziale Eingebundenheit. Ne? Also Wertschätzung, dadurch, dass ich zu einer Gruppe was Wichtiges beitrage. Mhm. Sehr gut. Genau. So, und wenn Sie jetzt noch sagen könnten, okay, bei der Kompetenz oder beim Kompetenzerleben ist es wichtig, dass dieses überhaupt in irgendeiner Art und Weise initiiert wird, dass ich die Chance habe, überhaupt zu zeigen, was ich kann, ja? Dass ich ein wertschätzendes Feedback kriege und solche Dinge, ja. Bei der Selbstbestimmung oder Autonomie ist es wichtig, dass Sie Wahlmöglichkeiten geben, ja, also interessengeleitet zum Beispiel zu lernen, ja. Und bei der sozialen Zugehörigkeit geht es darum, dass man Teamgeist und Kooperation fördert und Wertschätzung auch kommuniziert. Ja. Also eine Möglichkeit wäre eben zu sagen, es ist gut, dass du in unserem Team bist, auf dich können wir nicht verzichten, ja, dein Beitrag ist besonders wertvoll. Also, dass sie eine soziale Wertschätzung ausdrücken und eben auch bei Schwierigkeiten Unterstützung geben. So, und wenn Sie sozusagen diese drei Grundbedürfnisse kennen und das, was da in Rot steht, ja, zur Erklärung heranziehen und ein Beispiel nennen, ja, dann sind Sie ja schon auf der sicheren Seite. So, okay. Das wäre der Bereich. Jetzt kommt schon der nächste. So, und da will ich mal in das Thema Sozialisation gucken. Ah, jetzt macht das jetzt nicht groß. Warum nicht? Ich würde das gerne mal vergrößern. Es hängt ein bisschen. Ich lese mal vor. Also wissen Sie über Sozialisation so gut Bescheid, dass Sie Auskunft geben können darüber, wie Lernen und Sozialisation verbunden sind, wie Piaget die Stufen kognitiver Entwicklung konzipiert. Hier sind wir so in der Verknüpfung von Lernen und Sozialisation. Was Sozialisation eigentlich ist und welche Instanzen es gibt und welche theoretischen Stränge unterschieden werden. Also, da muss ich doch demnächst, im nächsten Semester, in den Seminaren, die ich habe, noch ein bisschen daran arbeiten, dass Sie Ihre Liebe zur Theorie entdecken, glaube ich, wenn ich das ja so sehe. Und nochmal erläutern, warum Theorie überhaupt gut ist. So, okay. Also theoretische Stränge ist ganz einfach, das werden Sie gleich sehen. Ja? Das ist wirklich ganz schon nahezu banal. Ja? Okay, aber sonst, okay, Sie sehen selber, ja, Sie sind noch nicht auf der sicheren Seite. Wir gucken uns mal die Fragen an. So, welche Aussagen treffen zu? Hier haben wir eine schöne Multiple-Choice-Aufgabe und Sie dürfen mal einen Tipp abgeben. So, nach Piaget sind Lernentwicklungen mit dem in seiner Umwelt konstruktiv aktiven Menschen verbunden.
Die Gestalt der sozialen und materiell dinglichen Umwelt ist nach Piaget für das Lernen unerheblich. Piaget unterscheidet 5 Stufen der Entwicklung, ab der Stufe des formalen Operierens wissen Kinder um die Objektkonstanz. So, was ist richtig? Sagen Sie einfach mal Zahlen. Ja? Hm? Falsch. Ja. Zwei. Ja. Zwei? Hm? Ich würde sagen, die erste. Ja, korrekt. So, wie viele Stufen gibt es bei Piaget? 4. Korrekt, 4. Genau. So, okay, da sind Sie. Ja? Und natürlich weiß man nicht erst mit 11 Jahren, dass Dinge nicht verschwunden sind, wenn man sie nicht mehr sieht. Ja? Das weiß man schon vorher. Okay, eine Aufgabe wäre, Sie füllen einen Lückentext aus. Zu den Sozialisationstheorien, ja, ich habe es mir gemerkt, 1,2, ja, war der Durchschnitt, von wegen, ich kenne mich außerdem nicht gut aus. Will trotzdem mal jemand versuchen, das aufzulösen? Was sind denn die theoretischen Bezüge? Wo kommt das her? Aus welchen Disziplinen, wenn wir über Sozialisation nachdenken? Ja? Genau. Also psychologisch oder soziologisch orientiert. Und jetzt müssten Sie noch sagen, wie heißt denn eine solche psychologisch orientierte Theorie? Wie heißt denn eine einzige soziologisch orientierte Theorie? Weiß das jemand? Ich hatte Ihnen ganz viele gezeigt. Sie müssen nur eine wissen. Okay, gut, ich löse auf. Also, einmal die Theorie der Entwicklungsaufgaben von Havikhurst, ja, und ihr gesellschaftskritische Ansatz ist die Milieutheorie von Pierre Bourdieu, die hatte ich auch etwas ausführlicher vorgestellt. Und Sie erinnern sich vielleicht an diese Übersicht. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich hätte gesagt, das müssen Sie alles wissen. Nein, es reicht, wenn Sie wissen, es gibt sozusagen diese beiden disziplinären Annäherungen daran und Sie können eine nennen. Ja? Okay, so, das war das. Und ich habe es ja eben gesagt, ne, es ist ganz einfach mit den beiden Strängen der Sozialisationstheorie. Es gibt genau 2. Ja? Die kann man sich, glaube ich, merken. Ne? So, dann würde ich Ihnen so eine Tabelle zeigen, möglicherweise, wo Sie den Vermittlungsprozess zwischen Individuum und Gesellschaft darstellen sollen. Dieser Vermittlungsprozess wird ja durch Institutionen, Interaktionen und Tätigkeiten angebahnt. Ja? Und Sie sollen dann immer 2 Komponenten da nennen. Und ich habe jetzt mal so beispielhaft mal 2 jeweils aufgelistet. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, das ist die Erklärung dessen, was Sozialisation eigentlich ist. Ja, also man könnte es ja einfach übersetzen mit Vergesellschaftung. Wie funktioniert denn Vergesellschaftung? Was genau passiert da denn? Ja, und das ist im Prinzip diese Annäherung von Individuum und Gesellschaft. Ja, und die muss eben über bestimmte Instanzen auch funktionieren. So, und das war im Prinzip dieses Bild, ja. Also das Individuum ist eben geprägt durch bestimmtes Einstellung und Wissen, ja, und das ist der Zusammenhang zur Sozialisation. Ja, ich sehe schon Ihre Begeisterung. Gehe ich mal schnell weiter. So, wieder eine Zuordnungsaufgabe, so ein bisschen wie Memory, ne? Also ordnen Sie für Instanzen, Prozesse, Funktionen und Aufgaben der Sozialisation entsprechend Zeichenziffern, Groß- und Kleinbuchstaben zu. Jetzt haben wir mal 4 Ebenen, die wir zusammenbringen müssen. Und ich, 3 Punkte stimmt natürlich nicht, ja, das ist noch ein Fehler. Ich zeige Ihnen hier nochmal, was Sie zusammenbringen müssen. Also, Sie können einfach mal lesen und dann mal versuchen, aufzulösen. Trauen Sie sich? Ja?
Also Qualifikation, Selektion und Integration. Und dann hatten Sie das kleine A. Erlernen grundlegender Kulturtechniken. Und? Die 2. Die 2, Enkulturation. Mhm. Und welches Zeichen? Fragezeichen? War das Fragezeichen? Fragezeichen. Ich blätter das mal auf, so sieht es aus. Dann wissen Sie, ob Sie recht haben. Teilreise, ne? Okay, also Sie müssen hier einfach sich nochmal die Sozialisationsinstanzen angucken, ja. Das ist ja, die sind ja die Instanzen der primären, der sekundären, der tertiären Sozialisation. Und darin stecken im Prinzip die Prozesse, ja. Und dann kommen Sie zu den Funktionen und dann natürlich zu den Aufgaben, ja. So, das ist die dazugehörige Tabelle, ja. Wenn Sie aufmerksam waren, haben Sie das vielleicht noch im Kopf, ja? Mehr ist es nicht. Okay, so, das war jetzt der erste Block. Ach, dann gibt es eine Frage, ja? Ehrlich? Eins davor? Ah, super aufgepasst. Da muss Familie hin, ne? Sehr gut. Aber das ist die Lösung. Ne? Sehen Sie. Gibt immer wieder Fehler. Ich habe es heute auch noch zweimal durchgeguckt, habe immer noch was gefunden. Wenn wieder erwarten, so ein Fehler auftritt, ja, dann immer markieren der Klausur. Ja, Sie kriegen ja natürlich keinen Punktabzug. Das ist ja klar. Also wir sind da eher großzügig. Aber das ist die Lösung und die ist korrekt. Ne? Und Sie sehen sie auch in der Tabelle. Okay, noch Fragen dazu? Okay, so. Dann sind wir beim Schulsystem Handlungsprofessionen und Handlungsfelder. Ja, da hatten wir diese drei Veranstaltungen und haben uns viel auch mit den Handlungsfeldern der Pädagogik beschäftigt, die nicht nur mit Schule zu tun haben. Ja, das möchte ich jetzt nochmal explizit sagen. So, Sie dürfen nochmal. Weiß das Falsche, okay. Warum? Nee, ist auch das Falsche. Okay, da ist ein Fehler. Dann dürfen Sie sich nicht einschätzen. Dann gehen wir einfach weiter. Eine Aufgabe wäre zum Beispiel, dass Sie angeben, wie sich die Schulsysteme, die wir in Deutschland bis 1990 ja, in zwei Ausprägungen vorgefunden haben, unterscheiden. Und ich habe Ihnen da so ein paar Kategorien vorgegeben und die müssten Sie ausfüllen können. Ja? Also, wie sieht es hinsichtlich der Trägerschaft aus? Welche Bildungsziele und Funktionen hatten die Schulsysteme in den beiden deutschen Ländern? Wie sahen die Ordnungsprinzipien aus? Und wie die Gliederung? Und sich darüber informieren können Sie hier. Ja, ich hatte mal so eine Zuordnungsaufgabe eigentlich daraus machen wollen, aber das habe ich dann wieder verworfen, weil es doch sehr komplex ist. Aber hier können Sie die wichtigsten Informationen über die Funktionen des bundesdeutschen Schulsystems auch entnehmen, also Enkulturation, Qualifikation, Selektion und Integration sind wichtige Funktionen. Und dann hatte ich Ihnen das gezeigt, ja, hier steht nochmal, was hat eigentlich die Schule für ein Ziel, nämlich die Förderung der aktiven
Teilhabe und Möglichkeiten, eben selbstständig weiterzulernen. Das war ja auch von 1990 schon so, dass Menschen befähigt werden sollen, aktiv an der Gesellschaft teilzuhaben. Ja? So, dann hatte ich noch gezeigt, wie sich das über verschiedene Phasen auch entwickelt hat. Und hier wissen Sie auch was über die Gliedrigkeit. Und dann hatte ich Ihnen das gezeigt. Ja? Hier sehen Sie zum Beispiel, dass nur der Staat der Träger von Schule sein konnte, was in der Bundesrepublik ja nicht der Fall ist. Dass hier andere Erziehungsziele galten, dass wir hier das Prinzip der Zentralität haben im Vergleich zur Bundesrepublik, wo wir das Prinzip des Föderalismus haben. Ja? Und wir haben in der Bundesrepublik und heute natürlich auch immer noch, nicht erst nur bis 1990, das Prinzip der Dreigliedrigkeit, während bis 1990 in den ostdeutschen Bundesländern das Prinzip der Einheitlichkeit galt. So, okay. Wenn Sie das erklären können, ja, dann kriegen Sie auf diese Tabelle 8 Punkte und dann würden Sie auf diese Klausuraufgabe 2 Punkte erhalten, wenn Sie sie richtig beantworten können. So, also, nach 1945 wurde in der BRD die Trennung der Lehrämter nach Ausbildungsstatus und Bezahlung aufgehoben. Die Ausbildung der Lehrperson fand für alle Lehrämter an pädagogischen Hochschulen statt. Mit den Large-Scale-Untersuchungen wurde ein Paradigmenwechsel eingeleitet und nach Terhardt müssen Lehrpersonen künftig eher in multiprofessionellen Teams arbeiten. Was stimmt? Ja. Wie bitte? Korrekt. 2 Punkte. Okay, so. Wenn Sie es nicht mehr gewusst haben, können Sie hier nochmal nachlesen. Ich lese das jetzt nicht mal alles vor, das habe ich ja lang und breit alles erklärt, nur damit Sie es wissen. Okay, kommen wir gleich zur nächsten. Hier dürfen Sie ihm angeben, ob die Aussage, die Sie sehen, wahr oder falsch ist. Ja? Es geht um die Lehrprofession. Lehrpersonen sind zufriedener mit ihrem Arbeitsplatz als andere Berufsgruppen. An Lehrpersonen gibt es widersprüchliche Erwartungen und Zielformulierungen unterschiedlicher Anspruchsgruppen. Lehrpersonen bewerten im Vergleich mit anderen Berufsgruppen sowohl die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten als auch ihren Einfluss auf die Arbeitsgestaltung sehr hoch. Lehrpersonen haben kein erhöhtes Risiko für psychische und psychosomatische Erkrankungen im Vergleich mit anderen Berufsgruppen. Lehrpersonen können in Bezug auf ihren Arbeitsplatz auf klare Aufgabenbeschreibungen, Gütemaßstäbe für erfolgreichen Unterricht zurückgreifen und die Möglichkeiten kollegialer Zusammenarbeit an der Schule sind gut ausgebaut. Was stimmt? Ja? Korrekt. Das war leicht. Also es gibt auch immer leichte Fragen, ne? Ja. Okay, wenn Sie es nicht mehr gewusst haben, lesen Sie hier jetzt nochmal nach, ja, Arbeitsplatz Schule und das war die Zusammenfassung, ja. Alles kann man auch nochmal bei Nieskens sich angucken. Okay, so, dann haben wir ja lange auch über andere Berufsgruppen gesprochen, ja, die an der Schule tätig sind und Terhardt hat das ja ausdrücklich gesagt, wir müssen die pädagogischen Mauern nochmal einreißen, die sich zwischen diesen Professionen gebildet haben. Und ich würde gern wissen, welche Aufgaben übernehmen denn andere Berufsgruppen eigentlich an der Schule, also wenn wir die denn dort haben, ja. Und wer ist das überhaupt? Ja? Also es gab so 9 Bereiche schulbezogener und jugendhilfebezogener Aufgaben. Mir würde es reichen, wenn Sie 3 wissen. Ja? Also was genau machen die eigentlich und wer ist das? Also Sie müssen jetzt nicht sagen, wer da was macht, das ist unabhängig voneinander, das reicht mir einfach, wenn Sie mir 3 Aufgaben nennen und sagen, welche 3 anderen Berufsgruppen als Lehrerin und Lehrer finde ich denn an der Schule? Keiner eine Idee? Multiprofessionelle Teams, trifft sie alle. Ja. Ja, genau. Schulsozialarbeiter, okay, wer noch? Ja.
Mhm. Genau, Suchtprävention wäre ein Aufgabengebiet. Ja, okay. Okay, wir haben schon ein Aufgabengebiet und eine andere Berufsgruppe. Wer arbeitet noch in der Schule? Ich meine jetzt nicht den Hausmeister. Ja? Also Schul- und Jugendhilfe bezogene Aufgaben. Ja. Genau. Mhm. Ergotherapeuten, ja? Genau, und Psychologen, ja, genau, Schulpsychologen, richtig, genau. Und was machen die? Außer Suchtprävention zum Beispiel. Was meinen Sie denn, was ist denn wichtig, was man in der Schule noch tut? Ja? Ja, in welchem Bereich? Was? Ja, ein konkretes Beispiel. Fällt Ihnen eins ein? Mhm, genau. Richtig. Mhm, bei Konflikten, ne? Konfliktberatung. Genau. Berufsorientierung ist auch ein wichtiges Themenfeld. Und dann haben wir ja schon drei. Ja? Wenn Sie es nicht mehr wissen, ja, der vierte Spiegelstrich hier, Beratung, ja, und dann würden Sie einfach noch sagen, in welchem Bereich, ne? Damit es ein bisschen deutlicher wird. Offene Jugendarbeit, sozialpädagogische Gruppenarbeit, Konfliktbewältigung, schulbezogene Hilfen, Berufsorientierung. Jetzt können Sie mal an all die Bereiche denken, die an Schule häufig Probleme machen. Ja? Kompetenter Umgang mit Medien, Umgang mit Sexualität. Ja? All das, wo Sie sagen, da brauchen wir andere Berufsgruppen, weil so Lehrerinnen und Lehrer kennen sich auch nicht mit allem aus. Sollen sie auch nicht. Ja? Also da ist der Fantasie ja keine Grenze gesetzt. Ja? Ja, wenn das aber jetzt weitergeht, zum Beispiel in solche Richtungen, dass man anfängt, Nacktbildchen von sich auf Instagram zu posten und die hin und her zu schicken und solche Sachen, also immer so diese Schnittstellen, immer das, was Probleme auch macht. Ne? So, da brauche ich einfach immer andere Personen. Ne? Hm? Nein, wir reden darüber multiprofessionelle Teams. Das ist natürlich für alle relevant. Ja, genau. Also es ist ja, also auch wenn Sie nicht Lehrerin und Lehrer werden, ist ja Schule ein wichtiges pädagogisches Handlungsfeld, ja, ein zentrales. Ja? Okay, so, kommen wir mal zum Unterrichten. Und auch das Unterrichten findet natürlich nicht nur in der Schule statt, ja, sondern es findet auch in anderen Kontexten statt. In der Erwachsenenbildung, dazu hatte ich ein Beispiel gebracht. Auch wenn Sie an außerschulische Jugendbildung denken, an politische Bildung, ja, dann haben Sie es immer mit Unterrichten zu tun. Ich könnte jetzt auch / trainieren sagen. Ja. So, und ich würde gerne von Ihnen wissen, ja, wie man Unterricht gut beschreiben kann. Und Sie sollten diesen Lückentext ausfüllen. Und ich blätter das gleich mal auf, ja, weil ich nicht jetzt erwarte, dass Sie das aus dem Kopf können. Also, Unterricht umfasst Situationen, in denen mit pädagogischer Absicht, in planmäßiger Weise, ja, also ich habe immer ein Ziel, ja, und ich habe Unterricht geplant innerhalb eines institutionellen Rahmens. Das kann die Schule sein, kann aber auch die Hochschule sein, ja, und in Form von Berufstätigkeit, das sind also quasi Profis, ja, eine Erweiterung des Wissens- und Fähigkeitsstandes einer Personengruppe angestrebt wird, ja. Unterricht hat immer eine curriculare und soziale Ordnung und es geht natürlich auch immer um Erziehung und Vermittlung von Sozial- und Sachkompetenz. Ja, und ich brauche auch immer eine pädagogisch gestaltete Umwelt. Ja. Ja, genau. Ja. Das trifft da ja auch zu. Ne? Genau. Fahrschule hat auch Unterricht. Ne? Brauche ich auch sozusagen einen ausgebildeten Lehrer, der das macht. Ne? Und eine Institution. Also das ist egal. Gut, das ist ja nicht so schwer, wenn Sie es nicht mehr wissen. Ja, ich hatte Ihnen das gezeigt. Ja, ich habe das, was Terhard aufgeschrieben hat, mal versucht, noch ein bisschen klein zu hacken, damit man sich das besser merken kann. Und könnte auch versuchen, sich jetzt das zu merken, aber das ist eigentlich sozusagen nochmal zur Verstärkung. Okay.
Jetzt kommen wir zu dem Thema, was Sie am wenigsten spannend fanden. Unterricht kann aus theoretischer und empirischer Perspektive betrachtet werden. Ja, Sie erinnern sich, in der Auflistung, die Florian Tesch gezeigt hat, war die Unterrichtsforschung das, was am schlechtesten bewertet wurde. Jetzt würde ich Ihnen eine Grafik zeigen, wo ich Sie auffordern würde, diese beiden Perspektiven etwas näher zu beleuchten. Ja, also Sie erinnern sich, ja. Ich kann auf Unterricht aus theoretischer und aus empirischer Perspektive gucken. Ja, und das wird ja auch gemacht. Und Sie sollen die Perspektiven, die Bezugsdisziplinen, die Handlungsebene, das Ziel in die jeweilige Perspektive auf Unterricht nennen. So. Das wäre quasi das Bild, was Sie finden würden. Und Sie müssten jetzt das entsprechend ausfüllen. Kann jemand irgendwas auflösen? Auch wenn Sie diesen Bereich überhaupt nicht mochten? Was ist denn eine theoretische Perspektive von Unterricht? Und was ist eine empirische Perspektive? Hat jemand eine Idee? Das scheint nicht der Fall zu sein. Das ist eigentlich alles. Ja? Also Didaktik, das ist eher eine theoretische Perspektive, und empirische Forschung, ja, Lehr-Lern-Forschung könnte man auch sagen, das ist sozusagen die empirische Perspektive. Und Didaktik ist eher in der Erziehungswissenschaft oder Pädagogik anzusiedeln. Und hier geht es um die Planung von Unterricht. Und aus der Perspektive der pädagogischen Psychologie geht es um die Analyse von Unterricht. Ja? Und aus didaktischer Perspektive möchte ich einen Orientierungsrahmen für Unterricht schaffen. Ja? Und das Ziel ist sozusagen emanzipatorisches und mündiges Handeln durch Unterricht, ja, zu erreichen. So, und die pädagogische Psychologie guckt eher darauf, dass Handlungsorientierung aufgrund von Evidenzbasierung, also beweisgestützt, gegeben werden. Und es geht immer darum, Unterricht so zu gestalten, dass er wirksam ist, dass ich quasi einen messbaren Output habe. Das ist der Unterschied. Ja? Und das ist wichtig, weil an diesen beiden Perspektiven entzündet sich auch ein Diskurs in der Pädagogik. Okay. Können Sie das didaktische Dreieck grafisch darstellen? Mal Hand hoch, wer kann das? Okay, ein paar. Aber es ist ganz leicht. So sieht es aus. Ja, es ist nur sozusagen die Beziehung zwischen Lehrenden, Lernenden und dem Gegenstand. Ja? Und innerhalb dieses Spannungsfeldes beantwortet eben die allgemeine Didaktik, die Fachdidaktik, die Grundschuldidaktik, die Hochschuldidaktik entsprechende Fragen. Ja? Und ich brauche eben immer eine Bereichsdidaktik, um eben dieses besondere Spannungsfeld, ja, zu bestimmen. Ja, dieses Spannungsfeld stellt sich ja quasi hier an dieser Institution anders dar als in der Grundschule. Ja? Und entsprechende theoretische Annäherung an die Didaktik leistet eben die entsprechende bereichsspezifische Didaktik. Das ist alles. Ja? Okay. So, nennen Sie drei Aufgaben von Erziehung und spezifizieren Sie diese. Was sind Aufgaben von Erziehung? Warum erziehen wir? Hat jemand eine Idee? Okay. Das sind die Aufgaben. Enkulturation, Sozialisation, Personalisation. Ja? Es geht um die Eingliederung in die Kultur, in die Gesellschaft und die Unterstützung der Erfaltung der Persönlichkeit. Das ist alles. Nicht schwer. Ja, Sie müssen sich das einfach nur vorstellen. Wenn jemand Sie fragt, ne, welchen Sinn hat überhaupt Erziehung? Wozu brauchen wir das? Was sind denn Ziele von Erziehung? Ja? Dann können Sie das hier fachkundig auch nennen. Okay. Erziehungsziele haben folgende Funktionen. Sie dürfen wieder einen Tipp abgeben. Geht es um die wissenschaftliche Fundierung von Erziehungspraxis? Haben die Erziehungsziele die Funktion der Reflexion, das eigene Handeln kritisch zu überprüfen? Eher die Funktion der Transparenz, um Vertreterinnen der Bildungsverwaltung bei Kontrollbesuchen jederzeit Auskunft über die Erziehungsziele geben zu können?
und die Funktion der Verwirklichung und den Fortbestand der Gesellschaft über das Weitergeben der Normen und Werte zu sichern. Okay, ja? 2 und 4? Schauen wir mal. Jo. Korrekt. Also wissenschaftliche Fundierung, das, glaube ich, erklärt sich von selbst. Und transparent, könnte man sagen, ja, das stimmt irgendwie so ein bisschen, ja, aber streng genommen wird niemand aus der Bildungsverwaltung einen Kontrollbesuch machen und sich Erziehungsziele vorlegen lassen. Ja. Das wird nicht passieren. Okay, wenn Sie es nicht mehr wissen, wie das war mit den Zielen von Erziehung, gucken Sie sich das nochmal an. Ja. Also wie gesagt, versuchen Sie nicht, solche Schemata auswendig zu lernen. Lesen Sie das und versuchen Sie das zu verstehen. Ja. Und wenn Sie es nicht verstehen beim Lesen, dann gucken Sie da nochmal rein oder hören Sie es an. Ja. Das geht ja auch. So. Erziehungsziele, die kommen ja nicht aus dem Nichts, ja, sondern die entstehen ja irgendwie. Und ich würde gern wissen, wie die festgelegt werden, wodurch sie beeinflusst werden und welche Probleme es eigentlich mit Erziehungszielen gibt. Und da sollen Sie mal ein kleines Mindmap zeichnen. Ja? Und wenn Sie es nicht mehr wissen, ja, welche Ziele Erziehung hat, ja, wie die gesetzt werden, wer sie beeinflusst und welche Probleme damit verbunden sind, sehen Sie das hier. Ganz kurz zusammengefasst. Ja? Also es gibt natürlich immer einen gesellschaftlichen Diskurs über Erziehungsziele und Erziehungsziele heute sind anders als vor 50 Jahren. Ja? Und dieser Diskurs wird eben auch immer von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen getragen. Und Sie sehen auch, was Erziehungsziele beeinflusst, ja? Und welche Probleme damit verbunden sein können. Das ist auch schon fast banal. So, jetzt verlassen wir das Erziehen und gehen zum Beraten. Ja, das war ein wichtiges Handlungsfeld. Das dritte nämlich, und Sie sollen Lückentext ausfüllen. Wer weiß denn noch, was Beratung ist? Kann es noch jemand sagen? Einfach mal einen Tipp abgeben. Nicht schlimm. Auch so ungefähr reicht das schon. Möchte niemand? Dann könnten Sie sich nochmal das angucken. Ja? Es geht natürlich immer um die Freiwilligkeit. Ja? Und die kurzfristige soziale Interaktion. Ja? Und so ein Prozess funktioniert nur, wenn man das gemeinsam auch auf den Weg bringt. Ja? Und es geht natürlich immer darum, bei einer Person Entscheidungs- und Handlungssicherheit zu unterstützen. Ja? Und wie macht man das? Ja, indem man zum Beispiel Informationen vermittelt, also ich gehe in eine Beratung, weil ich irgendwas nicht weiß, weil ich Hilfe brauche. Oder es ist eher eine Beratung, die so angelegt ist, dass ich das, was ich weiß, ja, versuche neu zu ordnen, ja, mit der Hilfe einer Person. Also stellen Sie sich vor, Sie haben die Idee über 3 mögliche Berufe, denen Sie nachgehen könnten und Sie wissen so ein bisschen was über diese 3 Berufe und Sie können sich aber gar nicht entscheiden, welchen Beruf Sie sich genauer angucken wollen im Praktikum. Also gehen Sie zu einer Person, die sich mit dem Bereich auskennt und die wird Ihnen nicht nur sagen, was man genau in den Berufen macht, sondern möglicherweise versuchen herauszufiltern, was sie in dem einen Beruf möglicherweise ansprechen, dem anderen nicht. Ja? Und so eben zu einer Neubewertung von Informationen auch beizutragen. Ja? Also versuchen Sie immer so wirklich praktische Beispiele im Kopf zu haben. Dann wirkt das Ganze auch nicht so abstrakt. Und wie gesagt, wir kleben da nicht an einzelnen Worten. Ja? Wenn der Sinn erhalten bleibt, ist es fein. So. Zwischen Unterricht und Beratung gibt es Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Und Sie sollen mal sagen, welche Aussagen zutreffend sind. 3 von 5. Die Ziele werden in der Beratung und im Unterricht gemeinsam bestimmt. Sowohl Unterricht als auch Beratung sind strukturiert. Der Unterricht hat eine klare Hierarchie, während Beratung kooperativ angelegt ist. In der Beratung werden die Lösungen immer von der Beratungsperson vorgegeben. In der Beratung redet vor allem die Beratungsperson, denn sie oder er ist Expertin. Und die Verantwortung liegt in der Beratung bei der ratsuchenden Person, besonders im Hinblick auf die Lösung. Was ist richtig? Ich habe eben fast schon alles erzählt.
Also eigentlich müsste das jetzt eine ganz leichte Frage sein für Sie. Ja? Ja? Nein? Sechs ist richtig. Ja? Die drei haben wir schon gehört? Hm? Ja, genau. Richtig. Korrekt, genau. Also Beratung ist auch strukturiert. Ne? Hm? War das nicht klar bei dir? Also das wäre davon zu sagen. Genau. Unterricht ist hierarchisch aufgebaut. Sie sind nicht gleichberechtigt. Aber man geht ja eigentlich jetzt dazu zu sagen, man arbeitet kooperativ. Nicht in diesem Gesetz. Ja. Trotzdem gibt es diese Hierarchie, weil die Verantwortung für den Unterricht liegt bei der Lehrperson. Ja? Also Sie können nicht einfach sagen, machen wir heute mal ganz anders, Frau Müller. Ne? Können Sie schon, ja. Ne? Okay, wenn Sie es nicht mehr gewusst haben, gucken Sie hier nochmal nach. Ja? Schnebel hat das ganz schön zusammengefasst. Okay. Dann hatte ich Ihnen erzählt, dass man in so einer in so einer Beratung auch relativ schnell aus dem Gleichgewicht geraten kann, wenn man nämlich einen Bereich der Beratung etwas überstrapaziert und dann wird möglicherweise aus der Information die Belehrung, aus der Steuerung die Manipulation und aus der Unterstützung wird Abhängigkeit. Ja. Also man hat da wirklich dieses Spannungsfeld auch deshalb auszuhalten, weil eben Personen auch in die Beratung kommen, die eben wollen, dass man quasi die Verantwortung für sie übernimmt und die Entscheidung trifft. Ja? Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Beratung, sondern es soll so ein Gleichgewicht sein, ja, dass ich quasi selber meine Lösung finde. Und das heißt, ich darf eine Person steuern, aber ich darf sie nicht manipulieren. Ja? Und die Grenzen sind nicht in jedem Falle immer gleich trennscharf. Ja, also das ist so ein Aushandlungsprozess. Okay, also wichtig ist, dass Sie angemessen informieren, steuern, unterstützen. Ja? Das ist so die Beratung. Also wenn Sie jetzt, wenn jemand zu Ihnen in die Beratung kommt, Sie sagen, also ich würde das genau so machen und zwar nur so, ja? Dann können Sie auch die Beratung wieder verlassen. Ja? Das führt zu nichts. Okay. Ich hatte Ihnen erzählt, dass professionelle Beratung zentrale Merkmale hat und im Schulalltag gibt es da häufig Konflikte mit diesen Merkmalen. Wer kennt denn noch so Merkmale von Beratung? Wie sollte Beratung sein, professionelle Beratung? Was noch? Unabhängig. Ja, genau. Mhm. Und das ist ein Problem mit Schule, warum? Weil Lehrpersonen nicht mehr. Naja, vor allen Dingen die Lehrperson nicht, ne? Weil das ist ja die beratende Person, ne? Und die ist eben quasi der Schule verpflichtet. Ne? Mhm. Genau, aber in dem Falle geht es vor allem um Beratungspersonen, ne? Weil die Beratungsperson ist ja der Profi, ne? Im besten Falle. Ne? Die sind ja sozusagen als Schüler nur der Klient, also nur. Ne? Okay? Ich zeige Ihnen das nochmal. So sah das aus. Ja, es gibt sogar noch mehr Merkmale. Ich habe da nur mich beschränkt auf diese. Ne? Also, Lehrerinnen und Lehrer sind immer nur so halbprofessionell, ja, weil sie auch in den meisten Fällen keine ausgebildeten Beraterinnen und Berater sind. Es gibt zwar Lehrerinnen und Lehrer, die sind für Beratung zusätzlich qualifiziert, aber das sind in der Regel keine ausgebildeten Beraterinnen und Berater, weil alle Lehrerinnen und Lehrer müssen beraten. Ja, das gehört zu ihren zentralen Aufgaben. Die sind aber nicht immer gleich gut im Sinne einer qualifizierten Ausbildung darauf vorbereitet. Ne? Das Vertrauensverhältnis, das war das, was Sie eben mit den Noten angesprochen haben. Ne? Also
meine Lehrerin, die mich berät, ja, die gibt mir morgen Mathe wieder eine Note, ne? Weil sie ist ja eigentlich auch Teil des Systems. Ne? Also das passt nicht so ganz zusammen. Ja? Dann gibt es so unterschiedliche Zielsetzungen, ja, die man hat. Ich bin einerseits, also ich bin nicht wirklich unabhängig. Ne? Ich habe ein bestimmtes Ziel, was ich im Sinne der Schule jetzt verfolge. Darf ich aber eigentlich nicht als Beratungsperson. Darf kein Ziel von einer Institution verfolgen. Ja? Also das ist damit gemeint. Und eigentlich sollte Beratung immer freiwillig sein. Ja? Manchmal muss man als Schüler oder Schülerin aber auch in die Beratung und es ist nicht freiwillig. Ja? Zum Beispiel Lernentwicklungsgespräche sind so klassische Beratungsgespräche, die sind verpflichtend. Und damit ist natürlich eigentlich professionelle Beratung schon konterkariert. Ja? So, und das ist eigentlich das Wichtigste. Also, können Sie sich einfach merken, Professionalität gilt nur eingeschränkt, Vertrauensverhältnis, bin immer abhängig sozusagen, weil ich im System selber drin stecke. Verantwortungsstruktur ist an der Schule häufig auch nicht so richtig geklärt, ja, wer dafür was Verantwortung übernimmt. Ja, das ist gerade so im Beratungsbereich immer fließend. Unabhängig hatte ich schon gesagt und freiwillig und unfreiwillig auch. Ja. Okay. Dann hatten wir über Beratungsfelder gesprochen, ja, und was das für Beratungsanlässe sind. Weiß das jemand noch? Was gibt es für Beratungsfelder? Ich hatte Ihnen 4 gezeigt. Wenn Sie 3 wissen, ist es fein. Immer aus damit. Ist egal, ob Sie ein Feld nennen oder ein Anlass. Ja? Sehr gut. Das war's. Ja? Ja, heranwachsende Entwicklungsaufgaben und Krisen. Ja? Lernberatung, ja, also all das denken Sie einfach an die verschiedenen Gruppen, die Sie an Schulen vorfinden. Ja, Heranwachsende, Eltern, Lehrpersonen oder die Schulleitung. Ich habe jetzt mal gedacht, Schulleitung ist noch so ganz weit weg von Ihnen. Also fokussieren Sie sich mal auf 3, ja, und dann fällt Ihnen da ja auf jeden Fall zu allem immer was ein. Ja? Also wenn Sie denn immer 2 Sachen nennen können, ist ja gut. Genau, Lernentwicklung. Ja? Lernentwicklung gilt sozusagen für Heranwachsende und für Eltern. Ja. Also Sie können auch Sachen quasi doppelt nennen, nur nicht immer überall das Gleiche reinschreiben. Weil wenn Sie sagen, okay, was genau meint die Person jetzt damit? Okay, so, das ist eigentlich auch ganz leicht. So, dann haben wir viel darüber gesprochen, dass Beratung Diagnostik braucht. Ja. Und ich würde Sie zum Beispiel fragen, was sind denn 3 Gründe, warum man überhaupt Diagnostik einsetzen sollte? Dann würden Sie sagen, okay, ich könnte die Situation des Ratsuchenden besser verstehen, ich kann Stärken und Schwächen aufdecken. Ich habe vielleicht auch die Möglichkeit, bestimmte Situationen oder bestimmte Problemlagen objektiv wahrzunehmen. Ja? Vielleicht habe ich den Verdacht, dass jemand hochbegabt ist. Mir ist also wichtig, jemanden heranzuziehen, der eine entsprechende Diagnostik macht. Ja, als ein Beispiel. Also das heißt nicht, dass ich immer selbst die Diagnostik machen muss. Ja. Das gilt nur, wenn ich das kann. Ja, darüber haben wir auch gesprochen. Aber dass überhaupt in Ihrem Bewusstsein ist, dass ich Diagnostik brauche, um eine Beratung zielgerichtet auch zu arbeiten, das ist mir wichtig. Ja. Also es geht im Prinzip darum, das professionelle Handeln zu unterstützen. So, und dann wollen wir mal gucken, was Sie noch wissen zur Diagnostik. Welche Aussagen sind wahr oder falsch? In der begleitenden Diagnostik werden Tests, zum Beispiel Fragebögen, zur Einstellung der ratsuchenden Person eingesetzt. Richtig oder falsch? Erkenntnisse aus kriteriengeleiteter Beobachtung, systematisch und unsystematisch, können ebenfalls Grundlage für ein Beratungsgespräch sein. Für die Diagnostik ist vor allem das Verfahren zur Datengewinnung wichtig, nicht so sehr die Zielgruppe. Beratungspersonen benötigen Kenntnisse über Gesprächsmethoden, wie zum Beispiel Anamnese, weitere Explorationen, auch das Interview, die Wahl des Beratungsansatzes ist ausschließlich abhängig von den Kompetenzen der Beratungsperson und Dokumentenanalyse, zum Beispiel Auswertung von Zeugnissen, Lerntagebücher etc.
sind eine mögliche diagnostische Grundlage für Beratung. Was ist richtig, was ist falsch? Ich könnte auch nur einzelne Punkte sagen, wenn Sie es nicht bei jedem wissen. Ja? Ja? Okay, also 1 und 6 sind richtig, sagt Ihre Kommilitonin. Okay, dann hätten wir quasi noch die 4, wo Sie nochmal einen Tipp abgeben. Ja? So sieht's aus. Haben Sie recht gehabt. Und schon 6 Punkte. Okay, so, wenn Sie es nicht mehr gewusst haben, ne, hier sind die einzelnen Verfahren, die herangezogen werden können zur Diagnostik. Ja, und hier geht es mir nochmal um die Verschränkung von Diagnostik und Beratung. Ja. Und wenn ich mich für ein Verfahren entscheide, ist natürlich nicht nur das Verfahren an sich oder meine Kompetenz ausschlaggebend, sondern natürlich immer das Ziel der Beratung, der Diagnostik und natürlich auch meine Zielgruppe, ja, und ob ich das Verfahren überhaupt durchführen kann. Ja. Das ist wichtig. Okay, von welchen Faktoren hängt die erfolgreiche Umsetzung von Innovationen in pädagogischen Institutionen ab? Welche Barrieren behindern die Implementation? Innovation war ja, oder das Innovieren war ja sozusagen eins der Handlungsfelder, das letzte quasi. Habe ich mich jetzt auch wirklich nur auf diese eine Frage beschränkt? Ja. Sie kriegen für jedes richtig gesetzte Kreuz einen Punkt, ja, weil das ja keine Multiple-Choice-Aufgabe ist, ne, sondern wahr oder falsch. Ne? Also Sie kriegen einen Punkt, wenn, ja, genau. Ja. Nein, das wäre ja dramatisch, wenn Sie 6 Punkte verlieren. Okay, ja? Nein, um Gottes Willen. Die Quellen sind für Sie, dass Sie das nochmal alles studieren können. Genau. Sie nicht zum Auswendiglernen, um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Also ich frage Sie ja nicht, wer hat dieses oder jenes gesagt. Ne? Nein, nein, nein. Ja, okay, das stimmt. Aber das steht dann auch immer ganz explizit. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel von Ihnen wissen möchte, was sind Unterschiede zwischen Unterricht und Beratung, erwarte ich nicht, dass Sie sagen, okay, ich zitiere jetzt die Übersicht aus Schnebel-Seite. Ne? Das nicht. Ne? Okay, also TH zum Beispiel, das darf ich dann schon quasi nochmal so anführen, ist ja eine Koryphäe im Bereich der Lehrerbildungsforschung und über den stolpern Sie früher oder später sowieso. Okay, so, das wäre die Antwort auf die vorhergehende Frage. Ja? Ich gehe nochmal zurück. Also was sind Erfolgsfaktoren und was sind Barrieren? Erfolgsfaktoren sind natürlich entsprechende Rahmenbedingungen, ja? Die Motivation und auch die Fähigkeiten, überhaupt Innovationen durchführen zu können, kann man sich auch ganz leicht vorstellen. Ja? Wenn Sie wissen, dass so eine Erneuerung in Gang gesetzt wird, dann frage ich mich, darf ich das überhaupt? Will ich das überhaupt? Und kann ich das überhaupt? Das ist eigentlich schon wieder fast banal. Ja? Und wenn Sie sich überlegen, Sie wollen in Ihrer WG einen neuen Putzplan einführen, ja, dann könnte das natürlich dann immer daran scheitern, dass eigentlich keiner Lust hat, sich jetzt an der neuen Organisation zu beteiligen. Ja, ach, never change running system, wer müssen wir das denn überhaupt? Ja, dass keiner Lust hat, das System umzustellen.
Und dass man sagt, nee, also jetzt hier dreimal in der Woche, da habe ich eigentlich überhaupt keine Zeit. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das alles organisieren soll. Ja? Also das müssen Sie immer versuchen, mal so ganz lebenspraktisch zu betrachten. So, das war jetzt der zweite Wiederholungskomplex für heute. Jetzt haben wir noch einen und der geht ganz schnell, weil das nur zwei Themen sind. Aber haben Sie erstmal Fragen dazu? Okay, das war ganz schön dicht, ja, in dem Teil, das ist uns bewusst. Und machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie meine Frage nicht beantworten können. Ja. Es gibt immer leichte und schwere Aufgaben, überall, in jedem Bereich. Ja. Und Sie können einfach immer die Punkte alle einsammeln. Ja. Also werden Sie nicht hektisch, wenn Sie irgendwas nicht wissen. Ja. Das ist kein Drama. Hm? Das heißt, es ist jetzt eine Aufgabe, dass wir irgendwelche Genau. Nein. Nein. Ja. Vielleicht mache ich aus einem Lückentext nochmal eine Multiple-Choice-Aufgabe, aber inhaltlich, da kommt jetzt nichts mehr dazu. Also Sie müssen jetzt nicht denken, dass Sie in zwei Wochen hier sitzen, jetzt kommt was völlig Neues, ja, wo ich Ihnen nie eine Frage gezeigt habe. Ja. Das wird nicht passieren, das wäre nicht fair, weil es ist ja schon eine ganze Menge an Inhalt und jetzt will ich Ihnen noch was aufs Auge drücken. Nein, nein, nein. In dem Bereich, ja. Also vielleicht ändere ich mal den Wortlaut, ja, aber im Prinzip bleibt es dabei, weil wir sind ja auch Menschen, die versuchen ökonomisch zu arbeiten und ich habe ja auch noch mehr zu tun, als von früh bis spät Fragen zu produzieren. Ja. So, jetzt wird es gleich unruhig. Gibt es da noch Wortmeldungen dazu oder Rückfragen? Ich glaube, es wäre schön, wenn mal jemand mitgeht. Ja, okay. Okay. Noch Fragen? Dann schnell zum Endspurt. Die Herausforderungen. Welche Themenbereiche haben wir besprochen? Ja. Heterogenität und Gender. Ja, genau. Heterogenität und Gender. Super. Da sehen Sie es, genau. So, aber das funktioniert jetzt hoffentlich. Ich weiß nicht, warum das eben nicht ging. So, mit den Herausforderungen der Pädagogik kenne ich mich aus. Ich weiß, was man unter Heterogenität versteht, welche Merkmale zur Beschreibung herangezogen werden und so weiter. Sie können ja selber lesen. Kommen Sie noch mal bitte zur Ruhe. Okay, also Sie kennen sich ganz gut aus mit den Themen, wie mir scheint. Okay, es passiert nichts mehr. Dann gehe ich zu den Fragen. Sie haben es auch gleich geschafft. So, es gibt einen Lückentext. Wenn Sie sich auskennen mit Heterogenität, müssten Sie diesen Lückentext ausfüllen können. Wer kann das? Okay, dann löse ich das mal auf. Also, unter Heterogenität lässt sich die soziale, kulturelle und individuelle Unterschiedlichkeit verstehen. Natürlich brauchen wir immer ein Gegenstück, die Homogenität. Ja? Und es geht immer sozusagen darum, einzelne Merkmale unter die Lupe zu nehmen. Ich hatte Ihnen ja einige gezeigt und das sehen Sie hier. Zum Beispiel kognitive Leistungsfähigkeit, soziale Herkunft, Geschlecht, Alter und es gab ja noch andere, ja. Zum Beispiel Stand des Wissens, etc., etc. Das können Sie alles hinschreiben. Ja? Also wenn Sie das austauschen, das ist völlig egal. Ja? Sie sehen ja dann, ich gehe nochmal zurück, wie viele das sein müssen. Ja? So. Und Individualisierung ist quasi die Antwort auf Heterogenität. Und
Was macht Individualisierung in Bezug auf Besonderheit, Eigentümlichkeit und Einmaligkeit? Wenn Sie dafür andere Worte finden, ist es auch fein. So, ich hatte eher gebetsmühlenartig gesagt, ja, dass Heterogenität nicht nur ein Thema für die Schule ist. Ja, und um das zu untermauern, habe ich Ihnen zwei Studien gezeigt. Und da würde ich gern, dass Sie die einfach mal nennen. Weiß noch jemand diese beiden Studien, um die es da ging? Ja? Okay. Also Jugendstudien. Solche Studien sind sehr wichtig für Ihre Arbeit, egal ob Sie in der Schule arbeiten oder woanders. Ja. Genau. Genau, richtig. Hm? Und können Sie noch sagen, worum es da ging? Okay, nicht schlimm. Also hier wäre jetzt nochmal das, was ich Ihnen vorhin erzählt habe, was Sie alles als Differenzmerkmal heranziehen können. Hier nochmal die Definitionen von Heterogenität. Und hier ist die erste Studie. Da ging es im Prinzip um Lebenswelten von Jugendlichen, welche Wertorientierung die haben, welche Bildungsniveaus angestrebt sind. Ja? Also das ist so das Prägnante daran, um deutlich zu machen, ja, wir haben nicht quasi die Jugendlichen, die gibt es nicht. Ja, sondern die unterscheiden sich vor allen Dingen eben je nach Herkunft. Und die Shell-Studie hat eben jetzt in der ganz aktuellen Version, die gibt es ja schon sehr lange, Sie sehen es, die 18. Shell-Jugendstudie, vor allen Dingen eben das Thema des politischen Interesses sehr stark untersucht. Ja, und auch dort eben einen sehr unterschiedlichen Grad der politischen Interessiertheit von verschiedenen Jugendlichen auch finden können. Ja. Und das hat wiederum Relevanz auch nicht nur für politische Jugendbildung, sondern eben auch für Medienbildung zum Beispiel. Ja, also das ist eben wie gesagt nicht nur ein Thema für die Schule. So, wir sind gleich durch. In zahlreichen Studien zeigen sich Geschlechterdifferenzen in unterschiedlichen Bereichen der Entwicklung und des Lernens, die pädagogisch entsprechend aufgenommen werden müssten. Welche Aufgaben sind zutreffend? Wenn Sie einfach noch mal jetzt die letzten Minuten die Gespräche einstellen können, wäre das super, weil dann ist es auch nicht so anstrengend. Oder Sie gehen Kaffee trinken. So, wer möchte einen Tipp abgeben? 3 von 6 sind richtig. Ja. Das 6. müsste richtig sein. Ja. Das 5. müsste richtig sein. Und das 3. Das 5. ist nicht richtig. Und das 3. ist richtig? Ja. Ja. Korrekt. Das machen die Eltern eben leider nicht, dass sie unabhängig von Stereotypen Geschlechtsbildern erziehen. Ja, vielleicht erinnern Sie, wenn Sie da waren in der letzten Woche, sich noch an den Film mit den kleinen Kindern, die man so angezogen hat, dass sie aussahen, als würden sie dem jeweils anderen Geschlecht angehören und wie stark eben hier auch die Stereotypen wirken. Ja? Okay. Wenn Sie es vergessen haben, ja, wie das waren Mädchen und Jungen, so in der groben Zusammenfassung können Sie sich einfach nochmal diese Grafik zu Gemüte führen. Und jetzt würde ich dann von Ihnen gerne noch wissen, wie man zum Beispiel grafisch darstellen kann, wie sich die tatsächliche Verteilung von Geschlechtsunterschieden zeigt. Ja? Und vielleicht können Sie auch noch eine theoretische Erklärung nennen und bei welchen drei Konstrukten wird besonders deutlich, dass es Geschlechterdifferenzen gibt. Ja, so.
Das wäre das Bild, ja, was quasi der grafische Ausdruck ist dafür. Ja, das stellen wir uns vor, so wären Männer und Frauen. Sie wissen, dass es so nicht stimmt, ja, sondern dass wir eine ganz starke Überlagerung haben im Bereich, vor allen Dingen im Bereich der kognitiven Fähigkeiten, ja, und dass insbesondere Interessen, Fähigkeit, Selbstkonzept und Leistung ganz stark beeinflusst werden von Stereotypen. Und Stereotype Threat ist sozusagen die theoretische Erklärung dafür, wie Geschlechtsunterschiede zustande kommen. Ich hatte Ihnen erzählt, es gibt auch noch ganz viele andere Lerntheorien und eher biologistisch orientierte Theorien etc. etc. Aber ich finde gerade für pädagogische Überlegungen ist die Stereotypenbedrohung als theoretische Ausgangsfolie bemerkenswert. So, das war's zu diesem Bereich und das war's auch insgesamt. Wir sind durch. Wir haben noch 5 Minuten Zeit, dass Sie nochmal Fragen stellen können. Ja. Kriegen Sie 0 Punkte. Das habe ich mir nicht ausgedacht, steht so in der Prüfungsordnung. Ne? Bei Multiple Choice müssen Sie immer alle richtig haben, sonst kriegen Sie keinen Punkt. Ja? Kann man jetzt ungerecht finden, ist so festgelegt, kann ich nicht ändern. Nein, dann ist es nicht mehr prüfungskonform, darf ich nicht. Noch Fragen? Jetzt die Chance. Wir sehen uns ja nicht nochmal. Also manche von Ihnen sehe ich gleich nochmal, aber die meisten nicht. Okay, wenn Sie keine Fragen haben, dann würde ich sagen, dann hören wir jetzt auf. Ich würde Ihnen gerne noch mit auf den Weg geben. Machen Sie sich nicht verrückt. Lesen Sie alles in Ruhe durch. Was Sie brauchen, ist Zeit. Ja? Machen Sie sich keinen Stress und sagen, heute lerne ich Folie 1 bis 20 und morgen 21 bis 40. Ja? Lesen Sie einfach die Folie nochmal in Ruhe durch. Gucken Sie in die vorangegangene Veranstaltung, vor allem, wenn Sie das nicht verstehen. Und das Allerwichtigste ist, unterhalten Sie sich. Ja? Versuchen Sie das jemandem zu erzählen oder geben Sie jemandem die Folie mit den Fragen. Malen Sie ein paar Mindmaps. Die Einladung gab es ja schon mal im November. Ja? Malen Sie also mal so ein paar Mindmaps oder Strukturdiagramme. Da geht es nicht um Schönheit. Es geht darum, dass Sie die Zusammenhänge im Kopf haben. Ich habe Ihnen ja gezeigt, was Lernstrategien sind. Ja? Das heißt, Informationen verdichten. Versuchen Sie es vorzustellen, jemandem zu erläutern. Das ist das, was ich Ihnen mitgeben kann. Ansonsten sage ich, schön, dass Sie da waren und wir sehen uns dann in 2 Wochen. Danke.